Ja, willkommen zum nächsten Teil vom Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten habe ich ja ein wenig aufgegeben und gesagt, nee, das wird nichts mehr. Und bin inzwischen wieder an einer anderen Stelle, weil mir auch eingefallen ist, wenn man stirbt, ja, dann sind zwar die ganzen Noten und so weiter, das hat man alles behalten, aber den Schalter, den wir ausgelöst hatten, damit die Rotorblätter im Maschinenraum langsamer werden, den muss man dann wieder neu auslösen. Das habe ich dann jetzt schon mal getan und was ich jetzt versuchen werde, ist auch nochmal hier diesen blöden Hexenschalter. Mann, ey. Kann doch nicht sein. Also, ich weiß, dass das immer recht schwierig war, aber eigentlich ist es ja doch irgendwo machbar, ne? Und wo ist denn aus der kürzeste Weg, ey? Ah, weil ich glaube, jetzt weiß ich wieder. Man muss erstmal nur springen und nicht direkt flattern. Hui. Kommen wir mal hier. Musste, glaube ich, erstmal nur so und dann. Schauen wir mal. Kann ja nicht sein, dass der zum Verhängnis wird. Ich meine, der ist ja so offensichtlich. Ne, da war kein Sprung dabei. Das war ja sogar so schlecht, da hat er sich noch nichts mehr was bei getan. Ein leichtes Déjà-vu, was diese Stelle angeht. Jetzt aber, komm hier. Na, ach ey, Kinners. Ist doch nicht euer Ernst. Da war ich doch schon drauf, ey. Ich will doch nicht wieder schneiden, ey. Jetzt, ja, fick dich. Okay. Dann spulen wir mal wieder ein bisschen vor, ne, an dieser Stelle. Hören uns dann gleich hoffentlich wieder. Haha. Lol, das war jetzt wieder einfach, ne? Alter, war das schlecht. Was so schlecht wie das hier. Jetzt kann er direkt die Honigwaben da nehmen, ne? So, als erstes, ja, als erstes müssen wir mal zu diesen Viecher. Dann diesen hier. Das lassen wir links liegen. So. Nein, nein, oh, oha, nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig.
was ich jetzt wissen möchte. Nein, was ja wahrscheinlich wieder Tatsache ist. Jetzt dürft ihr euch wieder angucken, wie ich hier... Wollte ich euch eigentlich ersparen, ne? Wenn dass ich hier runterspringe und das hier auslöse. Das... Oh, jetzt steht der Typ da und haut mir bestimmt gleich wieder einen in die Fresse. Also dieses Level, das macht mich fertig, ja? Also das macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, warum. Das war einfach so sinnfreie Tode da. So, hier dreh dich. Danke. Richtig anhalten tun die ja nie, ne? Egal. Ja gut, genau. Schön 4 Uhr nachts, da kann man mal schön hier noch eine Nachricht bekommen, ne? Besten Dank. Jemand hat an mich gedacht. So, Puzzleteil Nummer 9. Aber was mich jetzt auch verwirrt, ist die Tatsache, dass dass ich noch nicht alle Noten habe. WTF, wo sind denn die 4 anderen Noten? Gucken wir uns erstmal das Leben hier. So wie ich die derzeit verplemper, ist das ja nicht. Nicht schlecht. So. Komm, hier warten wir jetzt noch, damit sich das Ding da dreht. Einmal rundherum. Ganz in Ruhe hier hoch. Sollen wir uns das Dings holen? Ja, holen wir uns. Puiuiui. Ich sehe es schon kommen. Gleich knallen wir da wieder runter. Ihr merkt es auch, dass ich nicht so viel laber, ne? Das ist so... Ne? Ey, wie geht das? Ich meine, es war ja klar, dass es irgendwann mal einen Part gibt, ja, wo es lief ja bisher alles viel zu glatt, ja. Aber das jetzt, das... Ich springe nur rüber, ich mach doch gar nichts anderes. Auf einmal fällt der da, rutscht der da weg. Puh. Ewig dieses hier... Wobei das auch vollkommen jetzt Schwachsinn ist, ne? Eigentlich, weil brauche ich ja nicht. Da muss ich ja nicht mehr hin. Viel wichtiger ist die Frage, wo sind die blöden anderen 4 Noten? Habe ich irgendwas vergessen? In diesem Level hier? Gut möglich.
Aber damit beschäftige ich mich später. Jetzt erstmal, ja, will ich hier diesen verkackten Dreckspart hier gerade mal. Na komm, wir sind vorsichtig, wenn ich da jetzt draufgesprungen wäre. Ja, stimmt, da sich auf einmal 8000 km/h schnell gedreht. Komm, hier kann man auch so einfach hoch, ne? Ja, nix mehr mit diesem Du-Knecht. Komm mal hier, greif mich mal an. Nummer 1. Jetzt machen wir denselben chilligen Weg nochmal zurück. Ist ja nichts dabei, ne? Das Ding hat sich gedreht. Spring hin. Drüber. Hier, die sind auch lange. Eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ich mein Wutkissen ja hier mal brauchen würde, aber so langsam na, sind wir auf dem Weg dahin, ne? Auf einem guten Weg. Ich weiß, du machst aber nicht mehr jetzt die richtigen Tastenkombinationen. Ey. Wenn jetzt eigentlich fragt, warum ich dann immer hier diese Knöchen hier wegmache, weil ich muss ja hinterher wieder zurückrennen, ne? Und wie ich mich kenne, ja, schaffe ich es dann. Die Typen da, dass die mich dann killen. Das Schlimme ist, ich bin ja gerade so schlecht, also ich versuche das Ganze ja ruhig zu machen, ja. Und selbst das gelingt mir nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen empfindlicher ist. Also ich habe das früher meines Wissens auch geschafft, wenn die sich noch ein bisschen gedreht haben. Hier habe ich das Gefühl, einmal sobald die sich da irgendwie drehen, ja, ist aus hier. Guck mal jetzt, okay, jetzt haben wir eben nicht, ja los, jetzt warten wir nochmal, haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ruhig, ruhig. Hier, jetzt und rüber, okay. Und hier warten wir auch. Kann ja nicht lang dauern. So, jetzt wird das schon wieder langsamer. Genau. Das Ding dreht sich jetzt einmal. Müssen wir hier hoch und hier rüber. Und ja, Leben, ne? Haben wir ja dann so viele. Uhui. So. Jetzt warten wir, bis das Ding sich da einmal rumdreht. Machen wir nicht jetzt. So. Genau. Jetzt kommt die Zeit. Aber da liegen wir ja gut im Rennen. Ach guck mal, jetzt bewegt sich das nicht hier. So, jetzt hier nochmal nicht hektisch werden. Ja, das müssen wir auch kurz warten, aber das ist kein Problem. Zeit haben wir ja. So. Hier haben wir zum Glück den Wabenkorb nicht ausgelöst. Kraxel, kraxel, kraxel. Schneller, komm schon.
Da ist auch alles gut. Jetzt raus hier. Und jetzt gib Knallgas hier, Kollege Schmalfuß. Ja. Hallo? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin noch hier, ne? Ich hab Angst. Ach so, ja, jetzt sind die hier. Ja, haben wir jetzt das Puzzleteil geholt? Ja. Einzige, was uns jetzt fehlt, sind 4 Noten. 4 Noten. Ich habe eigentlich keinen Bock, hier jetzt jedes beschissene Fleckchen noch abzugrasen. Aber bleibt mir scheinbar nichts anderes übrig, oder? Was habe ich denn? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendeinen wichtigen Abschnitt oder so? Hier, meines Wissens war doch auch schon, ne? Hier war doch nichts weiter, hier konnte man nichts machen. Hier war doch nur hier, ihmchen her, ne? Haben wir doch schon mal geguckt. 4 Noten. Kann ja nur irgendwas sein, was. Was absolut langweiliges, wo kein Mensch drüber nachdenkt. Ja, hier waren wir auch schon. Hier war auch nichts. Sehr gut. Wieder hoch. Mann, ey. Och, das ist doch. So, hier drin waren wir auch meines Wissens schon, ne? Komm mir vollkommen bescheuert vor, dass ich jetzt hier die ganze Zeit diese blöden Noten suchen soll. Aber hier vielleicht nicht drin? Ah, das kommt mir nicht bekannt. Ja, genau. Ach, die. Ach ja, der kann. Die Dingens hier, die. Naja, wie auch immer, ne? Gedönekes. Scheißegal. Protzen-Tricks. Hier, damit ich auch alles gezeigt habe, ne? Gott sei Dank bin ich raus aus diesem Scheiß hier. Na ja, toll, oder auch nicht. Also das war ja wieder ein echter Part zum Vergessen, möchte ich sagen. Fast sagen, ja. Immerhin haben wir es mit Ach und Krach geschafft und ich mache mich jetzt erstmal hier auf den Rückweg, ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten, beim nächsten Mal wieder. Ich bin erstmal raus. Muss mir den Nerven jetzt wieder etwas schonen. Euer Crisinio. Ciao, ciao.